das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er auf diese Karte setzt, denn aus seiner Sicht hat sie gestochen, die Drohung mit Strafzöllen. Diesmal gegen Mexiko sollte das südliche Nachbarland Einwanderer aus Lateinamerika auf ihrem Weg Richtung USA nicht besser aufhalten. Am Montag wären die Zölle in Kraft getreten. Stattdessen hat Mexiko nun schärfere Zuwanderungskontrollen versprochen, schickt die Nationalgarde an seine südliche Grenze und verspricht nebenbei noch, mehr US-Produkte zu importieren als bisher. Aber wie wirksam wird dieser Deal in Wirklichkeit sein? Claudia Buckenmeier. Avocados aus Mexiko. Die will kaum ein US-Amerikaner missen. Wäre Trumps Drohung wahr geworden, hätte das teurer werden können. 5% Zölle auf alle, wirklich alle Waren aus dem Nachbarland. Doch obwohl der US-Präsident immer wieder beteuerte, es ernst zu meinen, fragten sich viele, kommen die Zölle wirklich? Gestern Abend frisch aus Europa zurück. Auf die drängende Frage der Journalisten, gibt es einen Deal mit Mexiko? Trump fast unhörbar und knapp. Es lief gut. Nur wenige Stunden später dann ein Tweet. Einigung erzielt, Zölle aufgeschoben, auf unbestimmte Zeit. Alles nur Theater? Nach einem mehrtägigen Verhandlungsmarathon wirkt der mexikanische Außenminister ganz zufrieden. Es sei eine faire Vereinbarung. Die USA beteiligen sich an einem Hilfsprogramm für Zentralamerika, berichtet er, und Mexiko wird sich deutlich stärker bemühen, die illegale Migration einzuschränken unter Rücksicht auf die mexikanischen Gesetze. Dazu gehört auch der Einsatz der Nationalgarde im ganzen Land. Die südliche Grenze hat dabei Vorrang. Sprich, die Grenze zu Guatemala. Politische Beobachter äußern Zweifel, inwieweit das wirklich ein neues Zugeständnis sei. Samantha Vinokrat ist eine frühere Mitarbeiterin der Obama-Regierung. Die Nationalgarde wurde im Februar geschaffen, eine zivile Einheit. Ein Zehntel ihres Personals dient nun dazu, mehr Migranten in Mexiko aufzuspüren. Die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, kritisiert Trumps Druck auf Mexiko. In der Außenpolitik verhandle man nicht mit Drohungen und Wutanfällen. Aber auch in Trumps eigener Partei im Kongress wuchs zuletzt die Kritik an den geplanten Zöllen. Die Republikaner fürchteten großen Schaden für die US-Wirtschaft. Ob das die Kompromissbereitschaft des Präsidenten erhöht hat? Derweil versuchen weiter Menschen von Mexiko aus in die USA zu gelangen. Auch heute wieder nimmt der US-Grenzschutz viele erst einmal fest. Um Strafzölle und Handelskonflikte geht es an diesem Wochenende zwar auch beim Treffen der G20-Finanzminister im japanischen Fukuoka, doch entscheidende Fortschritte gab es bei der Frage der Besteuerung von Digitalkonzernen wie Facebook oder Google. Die fahren nämlich weltweit gigantische Gewinne ein, zahlen aber ebenso gigantisch wenig Steuern. Etwa weil sie zwar global operieren, ihre einzelnen Dependancen sich aber oft in Niedrigsteueroasen befinden. Im Gegensatz zu traditionellen Unternehmen, wie Kirsten Gierschig berichtet. Und das soll sich nun ändern. Abendstimmung in Fukuoka. Das Geschäft im Imbiss von Takayuki Mukai läuft gut. Und wenn er seine Kunden bewirtet, hat auch der japanische Staat etwas davon. Wir kleine Geschäftsleute zahlen direkt ans Finanzamt, auch die ganze Umsatzsteuer. Aber große Firmen können ihre Gewinne verschleiern oder irgendwohin verschieben. Sein Geschäft ist lokal und hat greifbare Produkte. Große Digitalkonzerne wie Facebook und Google dagegen agieren weltweit, zahlen aber nur in wenigen Ländern Steuern. Das soll sich ändern, sind sich die G20-Finanzminister einig. Anders als in Handelsfragen sind die USA mit an Bord. Hört sich an, als hätten wir hier einen breiten Konsens. Jetzt müssen wir nur noch die Formalitäten klären, damit diese Einigkeit auch zu einem Abkommen führt. Das Abkommen soll nächstes Jahr kommen, ziemlich sicher enthalten eine Mindeststeuer, damit weltweit tätige Unternehmen Gewinne nicht mehr einfach in Niedrigsteuerländer verschieben können. Noch sehr umstritten sollen Internetkonzerne wie Google überall dort Steuern zahlen, wo sie Kunden haben und Geld verdienen. Das fordern Länder wie Indien.
Aber müssten dann nicht auch Autos dort versteuert werden, wo die Kunden sind, statt beim Hersteller in Deutschland? Heikel für den deutschen Finanzminister. Ansonsten sind wir natürlich eine große Exportnation. Wenn also jetzt neue Regelungen zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft gefunden werden, und davon kann man jetzt sicher ausgehen, dann werden wir auch erreichen, dass das keine sind, die unsere Steuern, die wir heute einnehmen, gefährden. Die neuen Regeln für die Besteuerung sollen aber nicht nur für Internetkonzerne gelten, sondern für alle Firmen, die international aufgestellt sind. Die Erwartung, dass man sie in Zukunft genauso steuerlich packen kann wie den Imbiss hier in Fukuoka. Noch ist völlig unklar, wer die SPD aus ihrem derzeitigen Tief führen soll. Die Partei diskutiert nun über geeignetes Personal an der Spitze und darüber, wie das bestimmt werden soll. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis. In der Partei mehren sich Stimmen, die eine Wahl der künftigen Führung durch alle SPD-Mitglieder fordern. Sollte ein Parteitag diesem Verfahren zustimmen, dürfte sich die Entscheidungsfindung aber bis Ende des Jahres hinziehen, sagt der SPD-Generalsekretär Klingbeil. Diskutiert wird auch über eine Doppelspitze. Die kommissarischen Parteichefs Dreyer und Schäfer-Gümbel reagierten allerdings zurückhaltend. Nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat die Polizei eine Person in Gewahrsam genommen. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung handelt es sich dabei um einen jungen Mann, der in privater Beziehung zu dem CDU-Politiker stand. Lübcke war vor einer Woche in seinem Haus aus nächster Nähe erschossen worden. Nach der Tat wurde auch über ein politisches Motiv spekuliert. Eine 100 Meter lange öffentliche Tafel in Köln. Mitten in der Stadt konnte heute kostenlos gegessen und getrunken werden. Bewirtet wurden die Gäste von Helfern der Deutschen Tafeln. Die Aktion war der Höhepunkt des Bundestreffens der Tafeln in Köln. 3 Tage lang diskutierten mehr als 700 Teilnehmer neue Herausforderungen. Die Tafeln versorgen nach eigenen Angaben inzwischen etwa 1,5 Millionen Bedürftige. Im Streit über die geplante Lieferung eines russischen Raketenabwehrsystems an die Türkei haben die USA den Druck auf den NATO-Partner erhöht. Washington setzte der Regierung in Ankara eine Frist bis Ende Juli, um auf den Kauf zu verzichten. Andernfalls werde die Ausbildung türkischer Piloten an bestimmten US-Kampfjets ausgesetzt. Die USA befürchten, Russland könne über das Abwehrsystem an Informationen über NATO-Flugzeuge gelangen. Außenminister Maas hat der irakischen Regierung die weitere Unterstützung Deutschlands im Kampf gegen die Terrormiliz IS zugesagt. Dafür werde man auch die Verlängerung des Bundeswehrmandats prüfen, sagte Maas bei einem Besuch in Bagdad. Ein Wiedererstarken der geschwächten Terrormiliz müsse um jeden Preis verhindert werden. Wenn der Bundesaußenminister betont, wie wichtig die Hilfe im Kampf gegen die Terroristen des IS bleibt, dann blicken wir jetzt auf das Schicksal der Jesiden, einer religiösen Minderheit, deren Wurzeln auch im Irak liegen. Der IS hatte 2014 tausende Jesiden getötet und viele verschleppt, darunter auch viele Kinder. Wie geht es Ihnen jetzt nach der Befreiung? Die beiden Jesidinnen, Gian und Salwa, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, haben vor kurzem ehemalige Kindersklaven im Nordirak besucht und dabei ihre Reise mit ihren Handys gefilmt. Unsere Kolleginnen Panian Sufiani und Bettina Scharkus haben die beiden Jesidinnen anschließend getroffen und fassen ihren Reisebericht zusammen. Zwei junge Kölnerinnen machen eine Reise. Doch in den Urlaub fahren sie nicht, sondern in den Irak. Unterstützen dort jesidische Waisen. Für Salwa eine Reise in die eigene Vergangenheit. Vor 3 Jahren erst ist die Jesidin selbst geflohen aus den Fängen des sogenannten Islamischen Staates. Wir fragen die 21-Jährige, ob sie über ihre Leidensgeschichte reden will. Gerade nicht. Hilfe von Salwa nach der Flucht bei Gian. Gian hat häufig gedolmetscht, wenn Salwa ihre Erlebnisse dokumentiert hat, als Zeugin des Völkermords. Jedes Mal, wenn ich übersetzt habe, war das für mich schon zu viel. Und für sie ist das natürlich noch schlimmer, die Geschichte noch mal durchleben zu müssen. Jetzt reisen beide für ihre kleine Hilfsorganisation in den Nordirak. In das Gebiet, in dem der IS gewütet hat. Und das heute wieder von der irakischen Zentralregierung verwaltet wird. Einfache Zelte, ein paar Wassertonnen. Ärzte oder Lehrer gibt es hier nicht, erzählt uns Salwa. Dafür hunderte Waisenkinder, traumatisiert wie sie. Deswegen wollte ich ihn pflegen. Ich wollte nicht mehr Angst haben, weil ich Angst hatte. Deswegen wollte ich fliegen, um diese Angst nicht mehr zu haben. Jetzt hilft Salwa Kindern wie Adnan.
Das Foto zeigt ihn am Tag seiner Befreiung. Das war erst vor ein paar Wochen. Sein Vater wurde ermordet. Adnan 5 Jahre von Islamisten als Kindersklave gehalten. In IS-Gefangenschaft wurden sie gefoltert oder mussten mit anschauen, wie ihre Mütter vergewaltigt oder gefoltert worden sind, Familienmitglieder enthauptet worden sind, mussten an Kampfhandlungen teilnehmen, IS-Propaganda-Videos mit Enthauptungen sich anschauen. Verwandte zu finden, zerrissene Familien wieder zusammenzubringen, das ist eine Aufgabe im Camp. Und Adnan und die anderen Kinder ablenken von dem Grauen, das sie erlebt haben. Zum Beispiel mit einem Ausflug in die Stadt. Doch für den 13-jährigen Adnan ist alles zu viel. Er will sich nur noch verkriechen. Die Betreuer stoßen an ihre Grenzen. Therapeuten gibt es nicht. Was Gian und Salva den Waisen geben können, ist ein Gefühl von Geborgenheit, bis sie in 2 Wochen wieder abreisen. Die brauchen manchmal zum Beispiel jemanden, die ihnen sagen nur, dass wir für euch da sind oder die einfach umarmen. Die brauchen jemanden, hinter ihnen zu sehen. Und das alles gibt's nicht mehr. Jeder geht anders um mit dem Trauma. Einige können sich wieder freuen. Adnan und Salva kämpfen mit ihrem Schmerz. Im Sport gilt oft per aspera ad astra, nur mit Mühe zu den Sternen. Und mühsam begann der Weg zum 3. Stern für die deutschen Fußballfrauen heute Mittag beim WM-Auftakt. Da hatten es die DFB-Männer am Abend bei der 2. EM-Quali etwas leichter, Julia Büchler. Ja, etwas. Sie gewinnen mit 2:0 in Weißrussland. Ihr Motto, Siegen für Yogi. Bundestrainer Löw verfolgte das Spiel zu Hause vom Sofa aus. Er muss sich ja wegen eines Sportunfalls noch immer schonen. Seinen Job übernahm Co-Trainer Markus Sorg, eine große Aufgabe für ihn, im kleinen Stadion von Borisov. SMS-Kontakt während des Spiels zwischen den beiden gab es nicht, aber mittlerweile dürfte Löw seinem Assistenten schon gratuliert haben. Ungewohntes Rampenlicht für Markus Sorg. Man schaut auf den Vertretungsübergangsbundestrainer, der schaut auf seine Jungs in Grün, auf Kimmich. Der sieht Sané und dieser erblickt die Lücke. Es ist die 12. Spielminute in Borisov in Weißrussland. Gegen die Weißrussen geht die deutsche Mannschaft zeitig in Führung durch Leroy Sané. Klassische Finte, rechts antäuschen, links vorbei. Das beruhigt den einen und viele andere. Und nach wie vor beruhigend, Manuel Neuer im Tor zu haben. Nach einem Eckball verhindert Neuer die beste Chance des klaren Außenseiters, Weißrussland die Nummer 81 der FIFA-Weltrangliste. Zu besichtigen kollektive Spiellaune, inklusive Solo des deutschen Torhüters. 2. Halbzeit, Marco Reus sorgt für Sicherheit. Trifft in der 62. Spielminute zum 2:0. Vorausgegangen die exakte Hereingabe von Matthias Ginter. Der 10 Tage Cheftrainer ist seine Sorgen los. In der 83. Minute hätte Leroy Sané noch auf 3:0 erhöhen können. Erneut eine Flanke von Matthias Ginter. Pfosten. Es bleibt beim 2:0 und es bleibt die Erkenntnis, dass es ausnahmsweise auch ohne Joachim Löw gehen kann. Ein durchaus überzeugender Premierensieg für Markus Sorg. Die deutschen Frauen sind dagegen etwas holpriger in die WM in Frankreich gestartet. Nur 1:0 gegen China, ganz schön knapp. Das einzige Tor gelingt einer Teenagerin, Julia Gwynn. Sie ist erst 19 Jahre alt, hat aber schon jede Menge Erfahrung. Mit 8 hat sie angefangen, Fußball zu spielen, mit 16 dann schon in der Bundesliga gekickt. Und heute hat sie einen perfekten WM-Einstand hingelegt. Vielleicht ja auch dank ihrer Glücksbringer auf der Tribüne. Auch sie sind Gewinner, die Eltern von Julia Gwynn. Papa Florian platzt vor Stolz und Mama Gabi ist ganz euphorisch. Mit dem Tor zum 1:0 gegen China sichert Julia Gwynn Deutschland den Auftaktsieg bei der Weltmeisterschaft. Meine Eltern unterstützen mich seit von klein auf, sind immer dabei bei den Spielen. Und es ist einfach schön, so eine Unterstützung zu erfahren und auch vor Ort immer. Und es tut einfach gut. Die Deutschen starten spritzig ins Spiel. Ihre Chancen allerdings können sie nicht nutzen. Weder Sarah Debritz noch Caroline Simon. Sie trifft nur die Latte. Die DFB-Frauen haben Aluminiumpech.
Dann kommen die Chinesinnen nach starkem Konter, hat Liang kurz vor der Pause die Chance, scheitert aber am Pfosten. Die deutsche Abwehr zeigt Nerven, ist nervös. Auch im zweiten Durchgang ist das DFB-Team nur selten gefährlich. Einer dieser gefährlichen Momente kreiert die Spielerin des Tages, Julia Quinn. Doch Svenja Huth kommt nicht mehr an den Ball. In der 66. Minute erlöst Quinn die Deutschen. Nach einer Ecke können die Chinesinnen den Ball nicht ordentlich klären. Julia Quinn ist zur Stelle und trifft unhaltbar für Shimong Peng zum 1:0 Endstand. Es ist natürlich schön, bei einer WM beim Auftakt so ein Tor zu schießen. Tut natürlich gut, auch für Selbstvertrauen. Aber wichtig ist es einfach mal, dass wir jetzt die 3 Punkte haben und so in die WM starten. Als Gewinnerin des Tages strahlt Julia Quinn. Doch sie weiß auch, trotz aller Glückwünsche, dass Deutschland sich im Turnier noch steigern muss. Und auch Spanien, der nächste Gegner der DFB-Elf, tat sich heute schwer, geriet gegen Außenseiter Südafrika in Rückstand. Durch 2 Elfmeter konnten die Spanierinnen die Partie aber drehen und das 3:1 fiel dann kurz vor dem Ende. Riesenüberraschung bei den French Open in Paris. Diese beiden hier, Kevin Kravitz und Andreas Mies, gewinnen das Tennisturnier im Doppel. Die zwei spielen erst seit gut einem Jahr zusammen. Der letzte Doppelsieg eines deutschen Duos in einem Grand-Slam-Turnier, der ist immerhin schon 82 Jahre her. So lange müssen Sie hoffentlich nicht warten auf einen Gewinn. Hier sind die Lottozahlen. 1, 13, 17, 21, 44, 45. Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Damit fehlt uns jetzt nur noch die Aussicht auf ein prima Pfingstsonntagswetter und damit liegt der Ball jetzt bei Sven Plöger. Gut ins Tor geschossen und ich nehme ihn auf und sage einfach, ja, passt. Morgen gibt es viel Sonnenschein, nach kalter Nacht wird es schön. Allerdings am Nachmittag aus den Alpen raus erste Gewitter und der Pfingstmontag ist dann deutlich wechselhafter. Wir gucken aber zunächst mal auf die Wärme. Bei uns gab es ja heute dieses Sturmtief, was für viel Wind gesorgt hat, vor allen Dingen im Nordwesten. Und jetzt gucken Sie aber mal hier weiter nach Osten, also ins westliche Russland, wie riesengroß diese rote Fläche ist. Moskau heute 31 Grad. Und wenn wir jetzt hier gucken, wie diese warme Luft weit nach Norden geschoben wird, Padun, das ist praktisch knapp westlich des Beginns der Halbinsel Kola, auf dem 68. nördlichen Breitengrad. Da fängt jetzt gerade das Frühjahr an. Schlagartig 30,3 Grad. Und Hitze haben wir auch im Osten in den nächsten Tagen bei uns. Wir schauen mal auf den 15-Tage-Trend nach Dresden hier. Pfingstmontag, auch danach Temperaturen deutlich über 30 Grad. Und dann schwingen wir uns hier so ein bisschen ab. Jetzt gucken wir uns unter Wegnahme der Unsicherheiten kurz mal den Trend für Saarbrücken an und schauen Sie mal, was im Westen Deutschlands passiert. Hier kommt nämlich gleichzeitig von dem Tief westlich von uns kühlere Luft hin. Das heißt, große Unterschiede zwischen West und Ost und danach gleicht sich das alles wieder an. Wir gucken in die Nacht hinein, da gibt es vor allen Dingen im Norden noch einzelne Schauer, die bei viel Wind durchziehen. Sylt hat jetzt noch teilweise über 80, List-Sylt-Ellenbogen sogar 93 Kilometer pro Stunde. Sonst ist es oft klar, die Temperaturen morgen früh, Hochlagen 3 bis 7 Grad, ansonsten 8 bis 13. Und der Vormittag startet dann eben sehr freundlich mit viel Sonnenschein, lockeren Wolken. Nur ganz im Norden, diese Schauer, die wollen noch nicht richtig weg. Dann Richtung Nachmittag hier trocken, vielerorts sehr freundlich, von Süden allmählich mehr Wolken und zum Abend zunehmend gewittrig. Und dann kommen die Schauer allmählich Richtung Main voran, nach Nordwesten 20 bis 24, im südöstlichen Bayern bis 28 Grad. Der Wind um das Hoch rum, was östlich von uns liegt, das ergibt dann sowas hier. Im Norden immer noch frisch, aber nachlassend. Pfingstmontag und Dienstag, die Hitze im Osten, die kältere Luft im Westen und immer häufiger Gewitter. Bleibt mir trotzdem nur noch zu sagen, frohe Pfingsten. Dito, vielen Dank, Sven Plöger. Und das waren die Tagesthemen. Hier folgt jetzt das Wort zum Sonntag, in dem es natürlich auch um Pfingsten und wertvolle Verunsicherung geht. Wir sind mit Sicherheit morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, schönen Pfingstsonntag. Tschüss.